Ach, ich wäre kurz vom Gas gegangen. Hat mich bestimmt auch wieder Sekunden gekostet. So, das erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen an Cars hier. Die fahren ja auch in solchen Stadien immer solche Runden. So, schön reindriften. Okay. Komm schon. Damit bist du in den Top 3 und liegst dicht hinter Platz 2. Ja. Nach Platz 3 kommt Platz 2. Wobei, ich dachte eigentlich der Erste. Scheint irgendwas mysteriös zu sein. Mensch, Kollege. Durch den kann man nicht mal mehr richtig lenken. Das war gerade wie voll beeinträchtigt. So, und wir sind auf Platz 2. Na, da müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Harrison Carter wird wieder eine schwere Nummer darstellen, nehme ich an. So, und da wir... Ach, da geht es ja gar nicht lang. Jetzt wollte ich gerade wieder rechts, meine Güte. Jetzt geht es ja hier lang. Anders als vorhin. Man darf sich nicht zu sehr an die Strecke gewöhnen. Nicht zu sehr an die Strecke gewöhnen. Zwei Runden zu fahren. Okay, noch zwei Runden. Da sollten wir doch genügend Zeit haben, den einzuholen. Schätze ich mal. So leicht den Controller vibrieren lassen. Nur leicht. Das war ja mal jetzt ein Glücksdrift. Damit liegst du in Führung. Ein Glücksüberholdrift. Der war so nicht geplant. Ich dachte jetzt eher, dass es mich total raushaut, weil ich zu schnell war. Aber es ging gerade mal noch gut. So. Immer schön driften. Und irgendwelche Bonusse mitnehmen hier. Ich weiß ja nicht, ob es Bonus gibt fürs Driften hier. Aber wir werden bestimmt noch, nehmen wir mal an, das Driften wird bestimmt noch eine größere Rolle spielen. Gerade wenn wir gegen irgendwie die Chinesen dann fahren oder so. Nehme ich an. Platz 2. Bau den Vorsprung weiter aus. Okay. 5 Sekunden vor Platz 2 schon. Das ist jetzt heftig. Okay, ich sehe den ja auch auf der Map nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt hier richtig ausbauen, unseren Vorsprung. Das war die schnellste Rennrunde. Ja, die zweite ist meistens die schnellste. Beziehungsweise Anfang zur dritten halt. So, nur nicht übertreiben. Das könnte uns sonst teuer zu stehen kommen. So. Alles klar. Ja, das Driften ist noch nicht ganz so verinnerlicht worden. Aber es wird besser, es wird besser. Und selbst wenn man es kann, macht man doch ein oder das andere Mal einen mistigen Drift. Man kann ja nicht immer alles perfekt machen. Aber mit Controller geht es bestimmt schon viel einfacher, wie wenn man jetzt zum Beispiel das Ganze auf Tastatur spielen würde. Wenn man natürlich hier die feine Justierung der Analogsticks hat, was man auf Tastatur nicht hat. Okay, Junge, du liegst weit in Führung. Konzentrier dich aufs Fahren, dann gewinnst du dieses Rennen. Ja, also wenn ich jetzt verlieren sollte, dann müsste alles schief gehen. Dann müssten alle Reifen platzen und es müsste es hier total raushauen. Aber das passiert ja nicht. So, Platz 1 wieder mal. 414,526. Wieder plus starkes 20 Rennen, Punkte. Leon. Das ist der erste Platz in dieser Runde. Großartig. Nice. Ich glaube, jetzt kommt das letzte, ne? Endplatzierung, erster. Schön. Erfüllte Ziele 0. Ach, jetzt steigen wir die Fans an. 68.750. Auf. Wow. Wow. Auf 83.750. Das ist mal nice. Deswegen wollte ich dich mit dem Boot haben.
Es ist unglaublich, wie viele Fans du als Unbekannter gewinnen konntest. Jetzt wollen wir die Saison stilvoll beenden. Ja. Wir sehen uns beim Finale. Stilvoll beenden beim Finale, aber ich würde sagen, das muss noch ein bisschen warten. Ich mache nämlich eine Aufnahmepause. Zurück. Kann man irgendwie speichern oder speichert es automatisch? Ich glaube, das speichert es automatisch. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Runde, beziehungsweise wenn es weitergeht. Was haben wir hier bei Optionen? Statistik, RaceNet, Optionen, Rechtsanweisung. Okay. Ja, wir sehen uns dann, wenn es weitergeht. Bis dahin und Aloha, bleibt mir treu und bleibt ihr seid. Dann ist bis zur nächsten Folge auch nicht mehr weit. Bis dahin und ciao, euer Kelturio. Ja, Aloha und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid 2. Wir sind ja jetzt in den Finals sozusagen der World Series Racing. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal kurz an den PC, wie es hier weitergeht. Wo stehen wir denn im Moment? Bei 83.750 Fans und das WSR World Series Racing geht weiter. Und wir haben nur noch die Einladung für das letzte Rennen, das Finale, wie ich das sehe. Ja, schauen wir uns das doch mal an. Ich bin gespannt. Und Patrick Callahan wird wieder ein Gegner sein. Und 15.000 Fans werden und dazu strömen. Ich bin gespannt. Und das Ganze ist natürlich powered by Rockstar Energy Drink. So. Runde 1, 3 Runden. Runde 2, 3 Runden. Runde 3, eine Runde. Boah, schauen wir mal. Und als Auto nehme ich den Nissan wieder. An den habe ich mich jetzt schon so stark gewöhnt. Warum sollte ich da einen anderen nehmen, ist die Frage. Gefahrene Karrieredistanz 147,7 Kilometer. An 6 WSR-Events haben wir bis jetzt teilgenommen. Inklusive dem hier, glaube ich. Hey Junge, bist du schon nervös? Wir sind erstmals in einem WSR-Finale. Jetzt kannst du Geschichte schreiben. Okay, das Saisonfinale steht an. Enttäusch deine Fans nicht. So, sicherlich nicht. Und ich bin gespannt, wie wir uns in einem WSR-Finale schlagen werden. Lenk dieses Auto hart ein, dann bricht das Heck aus. Fahr einfach so, wie das Auto es will. Dann landest du ganz vorne. Ja, das ist mir klar. Wie das Auto will, das Auto sollte man grundsätzlich nicht bestimmen lassen, wie es fährt, sondern der hinter dem Steuer sollte bestimmen, wie ein Auto fährt. So ein bisschen vom Gas runtergehen, es war gerade ein bisschen krass gedriftet. So. Mensch, Leute! Geht mir doch nicht wieder auf den Piss hier. Ja, aus dem hinteren Teil des Feldes rausfahren, sagst du so leicht, Kollege. Nicht so aggressiv, bitte. Wow, oh, okay, das war viel zu aggressiv hier. Da sind die uns ja 100 Mal reingefahren. So, das sieht doch schon besser aus. Aber wir haben schon über die Hälfte vom Rennen geschafft, zum Dreiviertel hier. Okay, es sind natürlich auch 3 Runden. Aber die lassen uns irgendwie keine Chance zum Überholen hier bis jetzt. Ich weiß nicht, aber irgendwie sind die hier ziemlich krass drauf gerade. 2 Runden noch. Ja, toll. Und wir haben noch nicht wirklich einen dicken Stich gegen die gelandet. So. So. Okay, wir holen aber auf. Wir sind Platz 4 im Moment. Da vorne hat man auch gerade schon die anderen 3 sehen können. So. Den überholen. Noch? Komm schon, komm schon, komm schon. Hol dir seinen Platz. Das ist nur nicht so leicht, die Leute auszumanövrieren. Schau diese Kurve beim nächsten Mal einen Tick langsamer an. Dann kannst du am Ausgang früher beschleunigen. Okay. Gut gemacht, mein Kollege. Du weißt ja Bescheid hier. So, und Platz 2 eingeholt. Sehr schön. Fehlt nur noch der erste da vorne. Aber für den haben wir jetzt eine Runde Zeit. Für den haben wir jetzt eine ganze Runde Zeit. Und die Musik wird auch actionlastiger im Moment. Komm schon, was gibt's denn nicht? Der hält sich aber auch.
Jawohl, extrem knapp gedriftet gerade. Aber, oh, Kopf an Kopf, gebt euch das hier. So, und jetzt rausbeschleunigen. Unser Auto ist auch schon eine halbe Schrottmühle. Der zieht jetzt nach links, merke ich. Das ist gar nicht mal so nice. So, aber da ist schon das Ziel. Wir dürfen uns das nur nicht überholen lassen. Jawohl. Das war aber wirklich knapp hier. So, erster Platz. 3 Minuten 10. Aber wir haben es geschafft. Der andere 3 Minuten 11. Also ihr seht, der war nur 300stel ungefähr hinter uns, ne? Aber bleib wachsam, jeder wird hinter dir her sein. Beziehungsweise 3/10. So, alles klar. Hui, da läuft immer der Schweiß runter. Das war jetzt wirklich verdammt knapp. Na gut. Müssen wir uns mehr anstrengen. Kurven mit 2 Scheitelpunkten sind in Chicago an der Tagesordnung. Wenn du die gut erwischst, ist das die halbe Miete. Werden wir sehen. Im Blickfeld Harrison Carter, wie immer. Er hat irgendwelche Mobilwerbung draufkleben. So, kommt, Leute. Mann, wir dürfen nicht so viele berühren und crashen, weil das ist natürlich für unser Auto auch nicht so gut. Lass uns aber auch nicht vorbei. Naja, warum sollten sie denn auch? Ja, trotzdem haben wir uns viel mehr verdient hier. Wow. Hau bloß ab. So, wir sind jetzt schon auf Platz 3. Das ist gut. Da haben wir da vorne den zweiten Platz bereits. So, da hätten wir eigentlich voll rumdriften können. Aber naja, das kommt noch. So, sind wir schon eine Runde vorbei? Nee, ne? Wow. Der Drift an sich war gut, aber ein bisschen zu viel Speed gehabt. Sehr schön, jetzt eine Runde vorbei. Ah, Mann, da will man es richtig knapp haben. Das ist nicht immer gut. Wow, Leute, passt auf da am Straßenrand. Nicht, dass ich noch vom einen oder anderen von euch einen Arm mitgehen lasse. Das wäre nicht so schön. Mensch, der ist da vorne, aber ganz schön stabil auf seinem Platz. Auf seinem Thron. Fühlt er sich auch relativ sicher. Das dürfen wir nicht weiter zulassen. Wow, viel zu früh. Das war gar nicht so prickelnd. Ach, komm schon. Der wird wieder ein schwerer Fisch werden, wie in der anderen Runde auch schon. Oh Mann. Komm. Nur noch eine Runde. Ja toll, es bringt mir nichts, wenn das meine schnellste Rennrunde ist, wenn der noch schneller ist da vorne. So. Und die Musik wird wieder spannend. Und der lässt uns einfach keine Chance. Oh, da hat sogar jemand aus dem Publikum geschrien gehabt. Der hatte wohl gerade mächtig Angst hier. Mach jetzt keine Fehler. Nee, jetzt nicht mehr. Der liegt nur 5 Sekunden hinter dir. Ja, na. Okay, Leon, du hast die Führung übernommen. Jetzt haben wir die Führung. Und der Wagen zieht auch noch nicht nach links oder rechts oder irgendwas. Oh, viel zu schnell gewesen wieder. So, und durchs Ziel, komm schon. Jawohl, wieder Erster. Puh, aber es wird immer spannender von Mal zu Mal hier.
Das kann man ja nicht leugnen. Du bist Erster in der Gesamtwertung. Weiter so. So, jetzt müssen wir nur noch mal Erster werden, nehme ich an. Meistverwendetes Auto Nissan Silvia. Noch immer. Der Waldabschnitt erfordert höchste Konzentration. Ein falsches Manöver und du wickelst dich um einen Baum. Das ist die letzte Runde. Wirf alles in die Waagschale. In die Waagschale. Wacken. Scheint jetzt mal eine andere Waldrunde wieder zu sein. Die kommt mir noch nicht bekannt vor. Und Wald ist ja immer so ein gefährliches Gebiet. Wie gesagt, Bäume, um die man sich rumwickeln kann. Das möchte ich nicht so aufs Spiel setzen. So, kommt schon, Leute. Überlasst uns das Feld. Wer ist in Reichweite? Ein weiterer Platz. Ja, der taumelt schon sehr da vorne. So, den haben wir uns geholt. Die nächsten beiden warten da vorne. Wir befinden uns noch auf Platz 3. Und wir sehen schon den ersten vor uns. Komm schon, Harrison Carter. Ich wundere, dass Harrison Carter jetzt auch nur Zweiter ist. Sonst immer Erster. Platz 1 ist ganz nahe. Hol ihn dir. Sachte, war schön sauber. Sachte, ja, sachte. Oh, wir sind fast am Ziel. Ich glaube, das wird nichts mehr, Leute. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ach, damn it. Guck mal, wie knapp das war. Verdammt. Das will ich wiederholen, das Rennen. Mann, war das knapp. Neu starten. Ja, möchte ich neu starten. So hätte vielleicht auch so insgesamt gereicht für den ersten Platz, für einen Sieg. Aber ich gebe mich nicht damit zufrieden, wenn ich nicht Erster bin. Ich bin da ziemlich ehrgeizig, was sowas angeht, und wer bei Need for Speed den Teilen zugeschaut hat, zuerst den neuen hatten wir ja gespielt, dann den älteren, der dürfte mich kennen, dass ich in Sachen Rennsch... Wow! Was war das denn? Ich wusste gar nicht, dass es so Totalschaden hier gibt. Damit bist du in der Mitte des Feldes. So, ja, und wer die anderen Need for Speed Teile gesehen hat von mir, der dürfte wissen, dass ich in Sachen Rennspielen eine ziemlich ehrgeizige Mistsau sein kann und dass ich auch mal ausrasten zu drohe, wenn was nicht funktioniert. Rennspiele sind so, ja, das Genre bei mir, wo ich mich aufhängen könnte. Also wo ich mich dran aufhängen könnte, wo ich wirklich allen Elan und alle Willenskraft sozusagen reinstecke. Ja, das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, herausfordernd, und man will doch gut sein. Man will euch doch was bieten als Zuschauer. Ihr seid ja sowieso die Profis hier unter uns. Und gerade dann möchte man ja gerne auch zeigen, dass man nicht der Allerschlechteste ist vom Fach, sondern dass man sich im guten Mittelfeld mit behaupten kann. Wie gesagt, ich weiß, dass es viele, viele bessere da draußen gibt von euch. So, und jetzt düsen wir als Erster ins Ziel. Bam! Mit 1,32. So, Erster. Du hast sehr schön. Dein erstes WSR-Finale gewonnen. Ich wusste, dass du das kannst. Ja, das freut mich aber. Sportcenter. Well, a number of events have already taken place under the banner of World Series Racing, brainchild of entrepreneur Patrick Callahan, and the exciting brand new series has quickly captured the imagination of core U.S. motorsports fans. Question remains, can the WSR become a legitimate player in the busy marketplace of pro sports? Joining me on our final segment today, resident analyst Toby Moody. Toby, first impressions, can this organization make a long-term mark?
Well, first things first, so far WSR has been a massive hit, not just in the US, but with fans who are in touch with motorsport all over the world, sponsors, the entire motorsport fraternity. The question is, can we now find a global star, a real big hitter of a driver? You're saying that they need a superstar. Absolutely, absolutely. That's really the brainchild of Callahan, isn't it? Because, you know, we're competing with so many other sports here, but if we can find a personality and a super Uber driver who has such skill to be the best in the world, then that's just going to be a massive, massive hit. It's the big question moving forward. Toby, thanks, and we're going to be keeping a keen eye on this organization's progress. Much more on SportsCenter coming up. Das ist cool gemacht. Das riecht wie neu. Endplatzierung erster. Erfüllte Ziele 0.